Herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play zu Resident Evil 4. Aber das ist die Wii-Edition. Ganz ja, einfach. Die beste. Ja, aus dem, das ist echt die beste. Ja. Aus dem Grund, weil es einfach so viel mehr Spaß macht. Ja, der Minos ist hier. Ja, und der Guido. Ja, ihr kennt uns vielleicht schon aus dem Let's Play zu Shattered Memories. Das war unser erstes zusammen. Oder aus Dark Souls oder aus Mega Man 10 oder aus... Was weiß ich, was noch kommt. Auf jeden Fall ist das jetzt ein neues Let's Play zu... Ah, wir spielen... Sag, stopp! Stopp! Nee, nicht auf easy. Normal. Ja, ein bisschen lauter geht's schon. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja sonst hier voll Kindergarten. Ah. Special Costume, gar keins, oder? Nee. Du hast selbst genommen. Was ist denn eins? RPD... Ja. Dings, ne? Whatever. Oh, Fernsehsau. Großer Vorteil, weil ihr dieses Let's Play von uns sehen solltet. Boah. Ja, ich weiß ja, was es ist. Ist natürlich, dass wir beide sehr große Resident Evil Fans sind. Sind wir das? Ja, du eher von den Action-Teilen. Und ich finde auch die Retro-Teile eigentlich richtig gut. Also ich finde auch die Retro-Teile gut, ich will sie nur nicht so oft spielen. Ich meine natürlich die Ur-Resident Evils. Ja. Ich finde auch die Urteile gut, ich will sie nur nicht so oft spielen. Ja, ich brauche definitiv hier irgendwie ein Sauerstoffzelt oder so. Ich sag mal, du darfst ja eigentlich nicht so große Reden schwingen. Ich schwing dir gleich was anderes, mein Freund. Oh ja. Ja. Resident Evil 4. Ja, und weil wir so riesen Resident Evil Fans sind, kommt natürlich auch noch ein Koop-Let's Play zu Resident Evil 5. Ja, was wir natürlich mit dem Gerät aufnehmen, ne? Nein. Du Leuchte. Das können wir ja bei dir machen. Ja, wann denn? Ist die Frage. Ja. Wenn ich eine eigene Wohnung habe und mich keiner mehr... belangen kann. Wir haben keine Untertitel auf Deutsch, ne? Ja, und? Du bist ein Wurm. Ja, das klappt uns auf jeden Fall die Viewer. Die sagen jetzt, oh, scheiße. Oh, ja. Jetzt wird irgendjemanden interessieren, was die in der Cutscene haben. Ja. Leon Scott Kennedy ist in diesem Abenteuer auf der Suche nach einer vermissten Präsidententochter. Ashley? Wie heißt du mit Nachnamen? Graham. Graham, natürlich. Und natürlich fährt er nach Europa. Ja, was ist dieses mysteriöse Land namens Europa. Genau. Wo alle Spanisch sprechen. Ja. Also, es spielt in Spanien. Und das muss ich sagen, ist echt ziemlich geil. Warum? Ich find's cool. Nicht Italien, nicht Holland, nicht Belgien, nicht Österreich, nicht Spanien. Wieso? Was verbindet dich mit Spanien? Ja. Meine Abstammung quasi. In Deutschland, das wäre total schrecklich. Ich stell mal vor, die würden die ganze Zeit irgendwelche Sachen auf Deutsch machen. Und das wäre so voll das schlechte Deutsch von irgendwelchen Leuten oder so. Bleib stehen! Da ist er! Bleib stehen, Schweinshund! Wir sind ziemlich laut, ne? Ja, jetzt wo wir schon so schön das Intro hier gecrushed haben. Ja, ist auch so sinnlos, ne? Ja. Es wird nie wieder aufgegriffen. Ich wette, das stammt noch aus irgendeiner Pre-Phase von dem Spiel, wo es irgendwie noch so Geister gegen sich sowas ist. Oder die verbrennen gerade irgendjemanden. Sorry, it took so long. Warum sollte es dadurch kalt sein? Rauch. Weißt du, Rauchhitze. Ja, weil er hat gerade das rausgepackt, so, ne? Und dann ist es ihm kalt geworden. Ach so. Ja, die Spanier sind ja so Temperaturen gewöhnt und da war es schon ein bisschen so am Abend. Ach, scheiße, einfach drauf. Es gibt keine Erklärung dafür. Es hat keinen Sinn. Ihr könnt ja irgendwie eine Fanfiction darüber schreiben. Und ja, bitte macht das. Ja, warum ist es kalt am Anfang von Resident Evil 4? Bremse rein. Ich
ja, die sagen uns jetzt, dass da vorne irgendwo das Dorf ist und ja, jetzt gucken wir uns mal an, was da abgeht. Und die bleiben natürlich da, damit die keine Knöllchen bekommen. Sinnloserweise. Kurz gesagt, wäre es kein Survival-Horror, wenn die beiden Nasen neben einem herrennen würden. Das ist so geil. Hast du es geskippt? Nein. Du Böser. Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. Da hast du auch Subtitles. Ja, englische Nase. Somehow I thought you'd be a little older. So the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon. Ja, sehen, wie das mit dem Zielen ist. Wie soll das sein? Oh, passt, glaube ich. Ist egal. Oh. Oha, ich glaube, glaub, Resident Evil 4 ist auch definitiv das Spiel, was ich am meisten durchgespielt habe. Ich glaube sogar noch mehr als Ocarina of Time. Würde ich nicht sagen. Nein? So Sachen wie Aria of Sorrow. Ja, okay, aber... excuse me. Sir? Die gehen auch einfach viel schneller durchzuspielen. Ja, das ist es halt. Die haben das Spiel ja schon eine längere Resident Evil 4. Wie retro diese Jacke aussieht, die Leon anhat. Ja, ja. Das sieht als... I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to apologize. Aber der Typ beschimpft uns erstmal richtig schön sachlich, ne? Hättest du nicht beschimpft? Nein. Sowas wie Penner oder so ist natürlich kein Schimpfwort. Wo hast du denn Penner gesagt? Cabrón. Kannst du überhaupt kein Spanisch. Übrigens auch ein 18er-Titel. Er hat uns eigentlich darum gebeten, ihm beim Hölzhacken zu helfen. Er wollte uns die Axt reichen. Und Leon hat das falsch verstanden und hat voll überreagiert und auf ihn geschossen. Weil es Arschloch. Und dann ist es auch im Knast in Spanien und dann ist das Spiel vorbei. Shit. Shit. Und falls ihr euch auch fragt, warum spielen wir es gerade auf der Wii und nicht jetzt als HD-Remix oder so, eigentlich ganz klar gesagt, die Steuerung ist einfach auch besser auf der Wii. Und da kann man mir echt sagen, was man will. Ich finde, die Remote-Steuerung ist sehr gut in dem Spiel. Also das Ziel macht auf jeden Fall eine Menge Bock. Also wenn ich mir einfach so Sachen angucke, wie du siehst aus dem Augenwinkel, wie jemand eine Axt auf dich schmeißt und schießt einfach die Axt aus der Luft. Ja, das kannst du mit dem Pad nicht leisten. Das ist einfach... Also kannst du schon, aber es fühlt sich besser an. Wobei, ich habe den HD-Remix auch gesehen, bei Striker, weil er den selbst hat, auf der PlayStation 3. So unglaublich viel. Das ist natürlich so, die haben nichts daran gemacht. Die sind nicht mal die Texturen sind alt und so. Ja, die haben einfach nur einen Filter oder so. Ja, das ist einfach nur hoch skaliert. Skaliert auf HD. Halt. Damit es halt auf HD ein bisschen, also auf HD-Glotz ein bisschen schöner aussieht, ne? Ja, ich kann es immer noch. Das verlernt man nicht, das ist wie Fahrradfahren. Ja. Ist echt so. Irgendwie schon. Wo du jetzt gesagt hast, Co-op Resident Evil 5 kann man auf jeden Fall machen. Ja, eigentlich schon. Könnten wir auch online machen. Stimmt. Könnte ich das aufnehmen? Muss man nur gucken, dass man irgendwie die mich über Skype quasi hört. Das ist kein Problem. Das kriege ich hin. Ha, supi. Wir haben auch heute noch ein bisschen an dem Dark Souls Let's Play gearbeitet. Also wir fahren heutzutage geht's schon zweitgleisig mit den Let's Plays. Ja, weil wir so erfolgreich sind und das ist einfach Chef von Luciano Pavarotti hätte gesagt, so nach dem ersten Auftritt, so ne, ich mach das nicht mehr mit Opern und so, das ist nicht mein Ding. Du warst nicht beim letzten Mal noch Ray Charles? Nein, Frank Sinatra. Scheiße, das ist Ray Charles. Wer ist Ray Charles? Ist das nicht dieser Typ mit den total guten Augen? Was? Das war Frank Sinatra. Der ist blind. Ach nee, das war Stevie Wonder. Und Ray Charles. Das ist Ray Charles. Ray Charles ist doch auch blind, oder nicht? Ich werde es gleich über Wikipedia nachgucken. Ohne Mist. Leute, wenn ihr zuguckt und ihr wisst, wer Ray Charles ist, oder wie heißt der? Ray Charles? Ja, Ray Charles. Wenn ihr jetzt auf Anhieb wisst, wer das ist, dann schreibt das einfach mal in die Comments oder so. Ich
Er ist sehr prägnant dadurch, dass er schwarz ist, glaube ich. Okay. Oh, sehr lecker. Ja, dadurch ist er prägnant. Ja, und dadurch, dass er blind ist, aber das ist zweitrangig, weil dass er schwarz ist. Was hätte. Ist das ein Musiker oder was? Ja. Ist ein Sänger oder? Da liegt eine Hand. Eben. Passiert, ne? Ja. So ich finde eigentlich die Frau, die mit einer Mistgabel durch den Kopf an die Wand genagelt ist, viel schlimmer. Aber naja. Das fand ich auch beim ersten Mal richtig geil. Also, wo ich das Spiel das erste Mal bei dir gesehen habe, weil ich hab's ja mir gar nicht gekauft. Weil ich weiß nicht warum, es ist mir. Also, ohne dich wäre mir das Spiel durch die Lappen gegangen. Ich hab's bei Giga gesehen das erste Mal. Und hallo, keine Schleichwerbung hier. Bei Schmiga. Kennst du nicht Schmiga? Die Sendung, die mal im Fernsehen lief. Ich kenn nur Amiga. Egal. So eine alte Konsole. Ja, aber du hast es da gesehen, ich weiß. Ja. Und dann hast du gesagt, boah, das will ich haben. Ja. Haben halt da irgendwie den Gigant-Fight gezeigt und so. Und die haben sich so extrem dumm angestellt. Mit den Kisten runterschießen und so, ne? Ja, das. Oder mit dem Kampf. Ja, auch mit dem Kampf. Die haben sich quasi direkt vor seine Fresse gestellt und erstmal ihre Shotgun nachgeladen und so ein Kram. Das war echt fucking damage. Aber naja. Ja, vielleicht war es der erste Playthrough. Selbst dann irgendwie so viel logisches Denkvermögen müsste man eigentlich schon haben. Ja, aber das war ja dann auch noch ziemlich heißer Scheiß, das Spiel. Leon, how you holding up? Bad question, Hannigan. Sorry to hear that. I'm sending you a plane manual. Hope you find it useful. Natürlich, jetzt. Oh, now you give it. Ja, so nachdem man so 20 Ganados abgemetzelt hat, kriegt man auch endlich die Spielebeschreibung, die auch sehr knapp ausfällt. Aber schön. Ey, Kaka. Und ich finde das auch richtig geil, weil das Spiel hat echt irgendwie Resident Evil nochmal in eine andere Ebene gehievt. Ja. Also es hat echt mal gezeigt, dass man mit neuen Ideen, einem neuen Konzept eine alte Spieleserie echt so hoch polieren kann eigentlich, schleifen kann, dass es halt mit dem Zeitgeist geht, mit der Technik und brillant geworden ist. Obwohl, jetzt hat es schon wieder Abnutzungserscheinungen für mich. Ich weiß nicht warum, aber es liegt einfach daran. Wie ist das mit der Shotgun? Kann man die nach dem ganzen Kampf hier noch holen? Ja. Kannst du immer holen. Also boah, du kannst, wo kommt der denn brauchst sie nicht zu triggern, also musst du nicht das was reingehen. Ja, ja. Das kannst du auch lassen. Will ich auch nicht wirklich. Wobei das Spiel auch ganz ehrlich, so nach der Hälfte flacht es auch schon ein bisschen ab, ne? Das geht. Beim ersten Mal fand ich eigentlich echt alles ziemlich geil. Irgendwie die Insel zweimal fünften Mal ist schon... Oh Gott. Das kennt doch sowieso eigentlich jeder das Spiel, oder? Wer weiß, vielleicht guckt das auch jemand an, der sagt, oh, ich will es mir vielleicht kaufen. Ach ja, Shadows of the Damned haben wir auch gemacht. Stimmt. Das habe ich total verdrängt. Das arme Spiel. Von der Mechanik auch ähnlich wie Resident Evil 4. Ja. Nur halt ein ganz anderes Setting und so. Ist ja auch Shinji Mikami Game. Ja, klar. Ist ja auch von Resident Evil 4. Also wenn ihr auf Action, auf Zombies, auf Blut, auf Spannung, auf... Ja. Auf was noch... Einzigartigkeit durch unsere glorreichen Kommentare steht, dann müsst ihr einfach dranbleiben. Das war eigentlich schon fast die Superlative dazu. Stell dir mal so ein Action-RPG vor mit diesem Kampfsystem. So irgendwie, während du jemanden wegkickst, irgendwie so Level-Up-Raced oder so. Nee, ganz ehrlich. Doch. Solche Spiele würden durch RPG-Elemente echt kaputt gemacht werden. Findest du? Das einfach nicht passt. Ja, weil es echt nur ablenkt von der eigentlichen Action. Guck mal, ein Klon. Wenn die nebeneinander stehen, ja, sieht es echt ätzend aus. Ja, die gehen halt alle zum gleichen Friseur. Und zum gleichen. Dadurch haben sie die gleichen Klamotten an und die gleichen Gesichter. Und zum gleichen Schönheitschirurgen. Ja. Den sie sich ganz sicher leisten können. Boah. Dass er am Anfang schon so extrem die Köpfe wegfetzt, ist die Klappe so stark. Aua! Das wird mal Healing Time, ne? Ja. Nein, aber es sind nicht mehr viele Leute da. Nein, wahrscheinlich. Ja.
Oh, jetzt haben wir genau 15 Minuten. Ist ja nicht schlimm. Nö, wir machen 20. Was? Jetzt ist das genau vor meiner Nase despawned. Oh, das tut weh, ey. Das zu benutzen. Das despawned ist, ne? Mann, das ich weiß. Das Spray zu benutzen. Übrigens, falls ihr gerade auf dieses Tutorial, auf dieses Let's Play gestoßen seid, wir haben noch weitere Let's Plays, wie ihr schon erwähnt, die könnt ihr in der Playlist, wir haben Playlists erstellt, da kannst du quasi dir das anschauen, die anderen Let's Plays. Steht auch rechts oben, das habe ich auch letztens gesehen, steht auch die Gesamtanzahl, wie lang, also die Gesamtdauer des Let's Plays steht oben rechts, das ist geil. Echt? Ja, die ganzen, von der Playlist. Ja, von der Playlist, das ist ganz cool. Dann kannst du nämlich sehen, 4 Stunden dauert das, 15 Stunden Terranigma zum Beispiel. Ja. Sind ja auch extrem unterschiedlich lange Sachen dabei. Also ja. Dark Souls wird wahrscheinlich so 10 Stunden dauern. Meinst du, nur so wenig? Also ja, ich würd auch sagen, so 12, 13. Ja, kann ja gut sein. Resident Evil würde ich so. Zum Beispiel Mega Man 10 irgendwie in 2 Stunden oder was das war. Stunde 20, glaube ich. Ja, oder das. Und Resident Evil 4 wird so bei 4 bis 5 Stunden liegen. No. Mehr, oder? Mehr? Ich glaube schon. Ach, wo ja? Na, höher. Vor allem hier sind die Normalszenarien bei. Mm, die sind nervig. Ja. Ja, und die kosten vor allem Zeit. Wir haben's ja. Ja. Das auf jeden Fall. Ey, aber was muss YouTube für einen riesigen Server haben, dass er diese ganzen Sachen speichern kann, oder? Meinst du, er wird nicht mal ausgemistet? Leon, you need to get out of there. Meinst du? Irgendwie umgelagert und keine Ahnung. Steckt bestimmt voll das ausgeklügelte System hinter. Wobei ja auch bei YouTube ist zu sagen, dass die Qualität ja der Videos auch nicht so extrem berauschend ist, ne? Es gibt auch HD-Videos. Ja, gibt's auch. Da bin ich neidisch drauf. Muss man wahrscheinlich Premium-User für sein. Ja, falls ihr wegen der Qualität am Rummäkeln seid, dann seid einfach still, würde ich sagen. Nein, also wir, ich weiß ja selber, dass die Bildqualität nicht die allerbeste ist, die wir jetzt bieten, aber es ist unglaublich zeitintensiv, die ganzen Sachen hochzuladen und dann noch mit einer großen, guten Qualität. Dann stürzt teilweise das Programm da ab, was das rendern soll. Das habe ich nicht letztens mal gehabt. Und das ist super nervig. Also, sorry, Leute. Weil die Qualität, die wir auf dem Rechner haben, beim Erstellen der Videos, die ist eigentlich 1A. Also, es liegt eigentlich nur an der Software zum Rendern. Da gibt's zwar welche, die gut ist, aber es dauert auch ewig. Deshalb machen wir es ein bisschen mit schlechterer Qualität, aber man kann es sich auch noch gut angucken. So, wo ist meine Schrotti? In dem Raum. Oben. Ich weiß. Da. Genau, und wenn ihr den Schwierigkeitsgrad wählt am Anfang, also bei leicht und normal gibt es dann noch die Unterschiede, dass noch Zusatzareale im Spiel enthalten sind, so Kleinigkeiten. Zum Beispiel. Können wir ja dann Bescheid sagen. Genau, wir können ja Bescheid, wenn es Zusatzareale gibt. Es gibt so einen kleinen Glockenturm. Außerdem auf Easy hat man die Shotgun direkt dabei. Genau, auf Easy hat man die Shotgun direkt dabei und natürlich auch der ganze Schwierigkeitsgrad, also wie viele Gegner aushalten, ist auch nochmal angepasst. Und das finde ich auch gut in dem Spiel, weil es gibt echt so ein kleines Belohnungssystem. Wenn man es durch hat, kann man noch ein New Game Plus machen, seine Waffen übernehmen, das Geld übernehmen. Kann neue Waffen freischalten. Man kann später noch Waffen aufrüsten. Wie zum Beispiel einen unendlich Raketenwerfer. Ja, der ist fett. Da hätten sie auch noch, die hätten noch mehr machen können. Und ein extrem starkes Maschinengewehr, das auch unendlich Muni haben kann. Ach, was soll ich mich mit dem rumschlagen? Genau, wir sind ja schon fast bei 20 Minuten wieder. Ja, wir machen jetzt auch nach der Tür einen Cut. Die Videos schlucken viel Zeit. Ja, das auch. Dann werden wir mal gucken, was wir in diesem spanischen Dorf noch alles ausbaldobern können und ausplündern und entdecken können. Wir hören auf jeden Fall einen Hund jaulen. Sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Guckt euch auf jeden Fall den nächsten Teil an und abonniert und liked uns. Also, bis demnächst. Tschüss. Tschüss.